Ja, ihr Lieben, wahrlich ein Höhepunkt unseres Tages und damit der beste Abschluss, den wir uns vorstellen können. Sarah Riedel, jetzt kann ich mal wieder sagen, Urgestein der SAS vom ersten Ausbildungstag bis heute an unserem Hause. Und Sarah Riedel, die Dozentin im Bereich der Homöopathie, die am meisten Unterricht hier einbringt. Und das in einer ganz wunderbaren, hochkreativen und kompetenten Art und Weise. Sarah wird euch erzählen, wo ihr sie alle in diesen drei Jahren genießen und erleben dürft. Und ja, man kann wirklich sagen, dass sie sowas wie ein Grundpfeiler unserer homöopathischen Arbeit an unserem Hause ist, besonders was auch die praktische Umsetzung der Homöopathie in Kleingruppen und Ambulatorien anbetrifft. Ja, und ich freue mich, zum Höhepunkt des Tages, Sarah, Dankeschön. Erbaue uns, oder wir erbauen uns an dir. Herzlichen Dank, mein Gott, was für tolle Worte. Jetzt bin ich wenigstens ein bisschen Farbe im Gesicht. Schön, euch hier alle zu sehen. Und ich habe die Freude, euch ein bisschen was zu erzählen, wie das mit der praktischen Ausbildung und prozessorientierter Homöopathie passiert bei uns am Haus. Ich habe wirklich lange überlegt, im Grunde müsste ich euch jetzt auch noch so ein bisschen was erzählen, worum geht es denn eigentlich in der prozessorientierten Homöopathie, dass ihr nochmal so ein bisschen versteht, was ist denn der Unterschied zu dieser klassischen Homöopathie? Ganz, ganz kurz gesagt, ist die, wenn die klassische Homöopathie, die Lehre Hahnemanns, die Lehre des mit dem ähnlichen Heilen ist, dann ist das genau das Gleiche, was wir natürlich in der prozessorientierten Homöopathie auch tun. Und dann haben wir so ein bisschen Zusätze. Wenn man ganz streng sein will, ist das, der Ausdruck klassische Homöopathie tatsächlich erst nach Hahnemanns Tod produziert worden, und zwar von Männern, tatsächlich ausschließlich Männern, Ärzten damals in Deutschland, die nach dem Tod von Hahnemann war ja zum Schluss in Paris und hat dann wirklich spannende Experimente gemacht, hat viel nochmal geforscht und ausprobiert und vieles nochmal verändert. Und Melanie Hahnemann war an seiner Seite. Die war aber nicht Medizinerin und sie war eine Frau. Und nach dem Tod Hahnemanns hat sie eben auch das sechste Organon gehabt, die letzten Verkündigungen des Meisters. Und die Meister in Deutschland haben aber gesagt, davon wollen wir nichts wissen. Du hast gar keine, kannst gar keine Ahnung haben, du bist eine Frau. Du bist noch nicht mal Medizinerin, das lassen wir weg. Was wir machen, ist klassische Homöopathie, das, was der Meister in Deutschland produziert hat und uns übermittelt hat, aus direkt erster Hand. Und somit könnte man eigentlich sagen, Mensch, klassische Homöopathie ist so ein bisschen so das Kleine. Das stimmt alles, aber da gibt es noch viel mehr. Und wir prozessorientierten Homöopathinnen wagen dieses viel mehr wirklich uns anzugucken und da noch ein bisschen eins draufzusetzen. Und wir nehmen das ähnlich Helfende sozusagen, das Heilende in der Ähnlichkeit sehr, sehr ernst. Und vielleicht als kleines Beispiel, Hahnemann hat ja versucht, im Organon deutlich zu erklären, wir versuchen als Homöopathen den Patienten und seine Art des Ausdrucks sehr genau wahrzunehmen. Wir versuchen den Menschen wahrzunehmen, eine Bronchitis ist eine Bronchitis, das ist nicht das Individuelle ist deine Bronchitis, ist deine Bronchitis, ist deine Bronchitis, die ist anders. Und das versuchen wir rauszukriegen. Was ist denn an deiner Bronchitis das Besondere, das Einzigartige? Und darüber können wir dann wieder wunderschön das Mittel finden. Und um diese Einzigartigkeit herauszufinden, hat Hahnemann versucht, deutlich zu machen, dass es wichtig ist, dass wir jetzt nicht so viel unseren Patienten vorgeben, sondern dass wir wirklich Fragen stellen und gucken, wie ist das denn bei dir? Das heißt, ich frage nicht, wie ist der Husten feucht, sondern ich frage, wie ist denn dein Husten?
Also, ich versuche nicht in die Suggestivebene zu gehen. Ich brauche keine Ja-Nein-Antworten, sondern ich brauche eine Beschreibung des Patienten. Und damit ich die bekomme, muss ich mich so ein Stück weit zurückhalten. Ich darf jetzt nicht klar vorgeben, ich will jetzt, dass der Husten feucht ist. Ja, sagt schon ja. Sondern ich soll da schon so ein bisschen rausbleiben. Und das ist zum Beispiel ein Element, was den Klassikern ganz, ganz wichtig wurde. Die sind da auch schon viel, viel weicher geworden im Laufe der letzten Jahrzehnte. Aber das ist tatsächlich so doll gewesen, phasenweise, dass es ähnlich wie bei der Psychoanalyse so war, dass die klassischen Homöopathen wirklich sich bemüht haben, sich sehr, sehr stark rauszuhalten, wenig Nähe zu dem Patienten zuzulassen. Gegebenenfalls noch nicht mal direkten Blickkontakt. Und das ist wirklich phänomenal. Anders für uns prozessorientierten Homöopathen, wir dürfen persönlich wirken. Wir haben das Anliegen, den Patienten erstmal ganz und gar wahrzunehmen, ohne dass wir dann eine Rolle spielen, aber wir wissen, wir spielen immer eine Rolle. Natürlich wirkt das auf den Patienten, wenn ich ihn niemals angucke. Natürlich wirkt das auf den Patienten, wenn ich nicht ab und zu mal bereit bin zu nicken oder was zu wiederholen und zu sagen, habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder auch ein tröstendes Wort zu spenden. Und da sind wir bereit zu sagen, okay, wir wirken sowieso, wie können wir das quasi kontrolliert einsetzen, wie können wir das bewusst einsetzen, wie können wir eine Bewusstheit darüber entwickeln, dass wir wirken und wie wir wirken. Das heißt, wir müssen uns kennenlernen und wir müssen uns wahrnehmen, und zwar auch während der Behandlung. Und das ist natürlich eine Übungssache. Man könnte also sagen, die prozessorientierte Homöopathie ist die klassische Homöopathie plus Extras. Ein Teil ist die Therapie des Therapeuten. Das habe ich euch jetzt so ein bisschen verklausuliert, schon rübergereicht. Das heißt, ich muss mich kennenlernen, ich muss wahrnehmen, wer bin ich und wie funktioniere ich, was sind meine Stolpersteine, auf die ich reagiere, auch nonverbal. Und was sind Sachen, wo ich vorsichtig sein muss, weil das kenne ich von mir, da werde ich holprig und so weiter, damit ich praktisch das Beste gegenüber für meinen Patienten sein kann. Und ich wirke, ich darf mir das bewusst sein. Zusätzlich gibt es dieses wunderschöne Bild der inneren Tafelrunde. Das heißt, wir haben nicht nur den einfachen Patientenbegriff, also da gibt es einen Menschen und der braucht ein Konstitutionsmittel und das wird ihm für immer und ewig immer helfen, sondern wir haben das Bild, wir sind viel, wir sind vielschichtig. Ich bin eine quengelnde Dreijährige, die mit nichts zufrieden ist, aber auch eine weinerliche Fünfjährige, die Angst hat, verlassen zu werden, und ich bin eine rechthaberische Teenagerin und ich bin ein strenger Papa und eine heroische Königin, das alles bin ich irgendwo gleichzeitig. Und vielleicht gibt es da einen Schwerpunkt, wie ich mich besonders stark ausdrücke, wie ich besonders reagiere auf die Welt. Und das wäre dann sozusagen mein Konstitutionsmittel. Das heißt aber nicht, dass ich darüber, das würde mir immer gut tun, ja, egal ob ich jetzt Liebeskummer habe oder irgendwie gerade Chaos in meinem Leben ausgebrochen ist. Aber das ist vielleicht gar nicht unbedingt immer das Thema. Also ich möchte herausfinden, wer in mir braucht denn gerade Hilfe? Und das versuche ich natürlich bei meinen Patienten auch. Und dieses Bild erlaubt uns sozusagen die Vielschichtigkeit der Persönlichkeiten, die wir selber sind, aber auch die unser Patient ist, mehr anzunehmen. Und auch zu sagen, wir dürfen auch andere Mittel geben. Wir sind nicht strikt, wir brauchen dieses eine Mittel und dann muss alles gut werden. Das ist jetzt ganz, ganz kurz. So, haben wir so eine ganz kurze Vorstellung. Also da gibt es noch mehr. Es geht hier um den persönlichen Prozess von Patienten wie auch von mir als Behandlerin. Und persönlicher Prozess, das kann man theoretisch von einer gewissen Grundlagen lernen. Aber wir wissen es alle, wenn wir es dann tun, ne? Ich habe viele Rezepte gelesen, das heißt noch lange nicht, dass ich kochen kann. Kochen, das muss ich machen.
Und dann muss ich probieren, ob es schmeckt. Das ist auch nochmal eine andere Sache. Ich habe schön Zwiebel gehackt. Ich habe das alles so gemacht, wie das im Rezept steht. Und jetzt probiere ich und merke, komisch. Das hat bei meiner Mama ganz anders geschmeckt, obwohl ich doch genau ihr Rezept versucht habe umzusetzen. Und das ist ja auch toll. Das ist unsere Individualität. Das heißt nicht unbedingt, dass es schlechter schmecken muss. Aber ich muss es erfahren und ich muss wieder in einen Prozess gehen und wieder wahrnehmen, so ist das. Wie komme ich damit zurecht, dass das, was bei einem anderen passiert, jetzt bei mir nicht passiert ist und. Das alles können wir nur erleben übers Tun. Und dafür bin ich quasi die, sagen wir mal, Hauptverantwortliche, was hier an der Schule passiert, dass wir ins Tun geraten. Und das ist mir eine wahnsinnige Freude. Ich habe teilweise ein bisschen schlechtes Gewissen meinen tollen Kollegen gegenüber, die diese ganzen Grundarbeiten machen, die den Schülern und Schülerinnen die theoretischen Grundlagen bieten, die ganzen Arzneimittelbilder erklären. Und dann komme ich mit der Praxis und darf wirklich diese Knospen aufgehen sehen, was die Menschen hier alles gelernt haben. Die dürfen das jetzt bei mir, ich darf zugucken, wie die das leben und machen. Und das ist eine wahnsinnige Freude. Und da fühle ich mich unglaublich geehrt und wahnsinnig inspiriert auch immer über diese Möglichkeiten, die diese unterschiedlichsten Individuen hier nach vorne bringen. Das ist Wahnsinn. Und daraus ergeben sich natürlich auch wieder Praxisfragen, die dann auch wieder auf eine Theorie zurückzuführen sind und so. Und das alles hat dann eben auch Raum, dass wir uns angucken, was sind denn für Fragen aufgekommen, was sind für Nöte und Probleme aufgekommen, die wir dann klären müssen. Das ist mein Job und ich liebe ihn. Es ist wirklich, ich habe so den Eindruck, ich habe hier den geilsten Job abgegriffen, ehrlich gesagt. Aber vielleicht hat das auch jeder von uns und dann ist es natürlich die Win-Win-Situation. Gut, bis hierhin kurz Fragen erstmal. Alles gut? Ihr konntet mir folgen? Ich habe eine gewisse Geschwindigkeit, weil wir haben ja nur eine halbe Stunde. Okay. Nee, die Kleine. Die Kleine. Du hast eine Frage, Frieda, erzähl. Ja, und zwar, eine einzige Sache habe ich am Anfang nicht kapiert. Ja. Und zwar, was du am Anfang gesagt hast, das habe ich nicht verstanden. Dass ich Sarah Riegel heiße? Nein, das ist dann Sarah. Mit der Homöopathie? Das erkläre ich dir gleich. Darf ich dir das gleich erklären? Okay. Danke. Meine Tochter. um so ein bisschen euch zu erklären, wie ist die Ausbildung aufgebaut. Wir haben erstmal drei verschiedene Varianten, wie wir an diesem Hause Homöopathie lernen können. Wir haben den Tageskurs. Im Tageskurs kann man eben begleitend zu der ganzen Pathologie und Anatomie auch Therapieformen lernen. Die größte Therapieform, die wir anbieten, wir sehen es am Namen der Schule, ist die Homöopathie und die zieht sich über die ganzen drei Jahre der Ausbildung. Im ersten Jahr gibt es einen Dozenten, der die Theorie macht, im zweiten Jahr gibt es eine Dozentin, die die Theorie macht und im dritten Jahr auch. Also wir haben wirklich drei verschiedene Menschen. Das ist das Gute, weil wir dadurch natürlich immer wieder als Lernende habe ich die Möglichkeit, eben auch drei verschiedene Kanäle zu haben, die mir das Wissen der Homöopathie beibringen. Und wir wissen das alle, ja. Meine Freundin liebte den einen Lehrer, ich hasste ihn, ich liebte die andere Lehrerin und sie hasste sie. Ne? Und je leichter unser Zugang, unser individueller Zugang ist, und dafür kann da niemand was, ne? Sondern das ist halt eben auch Ähnlichkeit, umso leichter kann ich lernen. Und deswegen ist das, finde ich, immer wieder ganz schön und befruchtend, dass wir eben verschiedene Leute sind, die bestimmte Sachen immer wieder neu auch erklären. Aber natürlich gibt es da unterschiedliche Themen. Also im ersten Jahr lernt ihr quasi die Basis, wie funktioniert das Ganze, wie war die Geschichte der Homöopathie, wie hat sich das entwickelt. Wirklich ganz, ganz basishafte Erklärungen.
Im zweiten Jahr gucken wir uns das schon genauer an mit der Fallanalyse und dem Fallverlauf und wieder verschiedene Homöopathen, die ihre Theorien versucht haben zu vermitteln. Wie könnte das funktionieren, dass das überhaupt geht mit der Homöopathie? Und im dritten Jahr werden wir dann noch genauer kommen, auch in das Thema der Miasmen und in besondere Problemfälle. Was mache ich mit Patienten, die ich konstitutionell behandle, die eine chronische Erkrankung haben? Ich habe ein Mittel gegeben, alles läuft gut und jetzt werden die akut krank. Was mache ich da? Oder die haben eine Erkrankung, die läuft ganz gut mit dem Mittel, was ich gegeben habe, und eine andere Krankheit, die nebenher läuft, die wird, ist davon unbeeindruckt, die bewegt sich nicht. Was tue ich da? Das sind alles so wirklich dann schon hochwertige, schwierigere Fragen, die werden im dritten Jahr beantworten von Brigitte Kamm. So, und ihr habt schon gehört, also ab Mitte des zweiten Jahres haben wir eine gute Basis. Währenddessen läuft auch natürlich die ganze Zeit mit Andreas die Arzneimittellehre. Bis Mitte zweites Jahr unterrichtet Andreas alle zwei Wochen sehr, sehr intensiv einzelne homöopathische Mittel und geht da wirklich in die Tiefe und in das persönliche Erleben. Und ab Mitte zweites Jahr ist also schon mal eine gesunde Basis da. Jetzt sind die SchülerInnen in der Lage, so die ersten praktischen Schritte zu machen. Um sie noch sicherer zu machen, machen fast alle Dozenten Live-Anamnesen in ihrem Unterricht immer mal wieder. Es gibt auch eine Veranstaltung, da mache ich einmal im Monat hier von der Gruppe, mit einer Gruppe Schüler, die Lust haben, dabei zu sein, eine Anamnese mit einem Patienten. Und danach wird diskutiert, was ist denn da überhaupt passiert? Was war das für ein Patienten? Was ist das zu Heilende? Und erst ganz zum Schluss kommt, was für ein Mittel könnte das denn sein? Also erstmal geht es nur darum, was habe ich wahrgenommen? Was war denn da? Das ist was, was man sehr schnell, sehr doll trainieren muss, dass man nicht sofort in die Bilder abgleitet der homöopathischen Mittel, sondern dass man wirklich erstmal guckt, was ist denn passiert? Dass ich wage zu sammeln mein ganzes Wahrnehmungspotenzial. So. Ja, und dann beginnt ab Mitte des zweiten Jahres die Kleingruppe. In der Kleingruppe, da komme ich ungefähr 3-4 Monate vorher, gehe ich in den Kurs, in das zweite Jahr und sage, so, nach den Sommerferien beginnen wir die Kleingruppe. Das heißt, ihr müsst jetzt in eurem Familienbekannten Freundeskreis anfangen zu streuen. Hier dürft ihr euch homöopathisch in der Kleingruppe kostenlos behandeln lassen. Die Kleingruppe geht über 3 Termine. Jeder Patient hat eine Erstanamnese und danach kommen noch 2 Follow-ups, also Folgetermine. Und die SchülerInnen können sich als Behandler melden und haben dann ihren Termin mit ihrem Patienten und einer kleinen Gruppe von weiteren Lernenden. Dann wird die Anamnese gemacht am festgesetzten Tag. Es laufen da 3 Anamnesen gleichzeitig. Ich hüpfe von Raum zu Raum und höre hier, höre da, höre dort. Kann noch ein paar abschließende Fragen stellen. Dann werden die Patienten entlassen. Und dann treffen wir Lernenden uns alle zusammen wieder in einem Raum. Und jeder einzelne Patient wird nochmal genau vorgestellt. Und die Gruppe diskutiert, was ist zu tun. Und das ist eine wahnsinnig lehrreiche Arbeit, weil wir auf vielen verschiedenen Ebenen lernen. Wir lernen erstmal, einen Fall aufzunehmen und uns selber uns zu konfrontieren mit der Situation. Ich muss schreiben, ich muss denken, ich muss hören, ich muss wahrnehmen, ich muss alles irgendwie gleichzeitig. Das ist erstmal ganz schön viel. Und dann lerne ich natürlich auch, den Fall so wieder darzustellen, dass die anderen verstehen, was habe ich denn gerade erlebt. Weil es gibt da immer einige, die waren ja gar nicht bei mir in der Gruppe dabei. Also ich stelle meinen Fall vor, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, um später in Supervisionen zum Beispiel über einen Fall arbeiten zu können und sich Hilfe holen zu können. Nicht alleine seinen Weg gehen zu müssen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das sehe ich als meine Aufgabe tatsächlich, den SchülerInnen tatsächlich auch mitzugeben. Wo ist der Punkt, wo ich hier nicht mehr alleine glücklich werde?
So, also die Pferde sind vorgestellt worden. Es ist eine heiße Diskussion breitgetreten worden. Ich habe eigentlich immer wieder nur die Aufgabe, das Ganze runterzukühlen und zu sagen, okay, was hat denn der Patient gesagt und was habt ihr euch jetzt gedacht? Das ist immer so eine wichtige Sache, dass man das auch lernt, dass man nicht sich in geistigen Ergrübelungen verliert und dabei den Patienten eigentlich verliert. Und dann entscheiden wir uns gemeinsam für ein homöopathisches Mittel und das wird dann auch dem Patienten gegeben. Und 4-6 Wochen später hat er seinen neuen Termin und wir gucken, was ist denn passiert. Und so geht das weiter und weiter. Und da haben wir also sehr, sehr viel Zeit, sehr genau hinzuhören, was ist mit dem Patienten passiert und dass jeder einen anderen Blick auf den Patienten hat. Der eine Behandler war völlig genervt von seinem Patienten und zwei Beisitzer von ihm fanden den total toll und ganz großartig und waren total im Mitgefühl. Und das heißt jetzt nicht, dass der eine falsch wahrnimmt oder der andere richtig, sondern das heißt nur, wir gucken immer von unserem individuellen Standpunkt, wir müssen uns unseren individuellen Standpunkt bewusst machen, um in der Lage zu sein, den Patienten zu entdecken. Und das ist Übungssache. Und da haben wir Zeit. Das machen wir ganz in 9 Terminen. So lange dauert die Kleingruppe. Es geht so über 3 Minuten. Und nach der Kleingruppe kommt dann die Profi-Variante. Wir haben eine Gemeinschaftspraxis sozusagen der SchülerInnen hier im Haus. Das ist das Ambulatorium. Wenn ihr das angucken wollt, das ist auf dem Weg zum Klo auf der linken Seite ein kleines Zimmer, wo Patienten auch behandelt werden können. Dann im dritten Jahr. Im dritten Jahr werden auch die ganze Zeit Patienten angenommen. Die müssen jetzt ein bisschen was bezahlen für ihre Behandlung. Immer ein Schüler, eine Schülerin macht die Behandlung mit maximal 2 Beisitzern und ich sitze die ganze Zeit dabei. Jetzt haben wir nur noch ganz kurz Zeit zum Besprechen, was hast du zu tun, was willst du tun. Und dann ist der behandelnde Schüler oder die behandelnde Schülerin dazu aufgerufen, in Klausur zu gehen und zu gucken, was will ich tun, was habe ich zu machen. Wenn sie Hilfe braucht, kann sie ihre Beisitzer anrufen, selbstverständlich, und fragen, sag mir nochmal, wie hast du das verstanden, als er da erzählt hat über seine Kindheit, was war das mit dem Dreirad, ich habe es nicht ganz gut aufgeschrieben, oder. Oder ich würde gerne ein Podium geben, was denkst du dazu, oder warum bist du für Pulsatilla, ich habe es nicht verstanden. Und dann ruft der behandelnde Schüler oder die behandelnde Schülerin mich an und sagt, hier, das und das Mittel will ich geben. Und ich frage dann vor allem, wie kommst du drauf? Und das geht dabei nicht darum, dass ich denke, das ist einfach eine doofe Idee, sondern normalerweise ist das meistens eine ziemlich schlaue Idee. Aber ich möchte von den Lernenden haben, dass sie sich bewusst machen, warum sie zu diesem Mittel gekommen sind. Dass sie also wirklich ihren Entscheidungsprozess nochmal sich klar machen und mir erklären, damit ihnen auch klar ist, was haben sie für eine Erwartung bei dieser Mittelgabe? Was denken sie sich dabei? Was empfinden sie dabei? Meistens sage ich also, super Idee, sag mir die Potenz und dann kriegt der Patient das Mittel und dann geht das vor, genauso wie bei jeder anderen homöopathischen Behandlung auch. Man trifft sich alle 4-6 Wochen und guckt nochmal, was ist denn passiert. Es sind ganz tolle Behandlungen, egal in welchem Format, weil wir haben natürlich den großen Vorteil, dass nicht nur eine Person das Gegenüber ist und diesen Patienten wahrnimmt, sondern wir haben wirklich mindestens 4 Leute, die sich da im Kopf machen. Was auch das Schöne ist, dass ich als Anfängerin natürlich die Möglichkeit habe, erstmal nicht ganz zuzuhören. Also ich mache meinen Lernenden tatsächlich Mut, erstmal die zu sein, die sie sind. Wenn es wirklich schief gehen sollte, was unter uns gesagt in Wirklichkeit noch nie der Fall war, dann verspreche ich meinen Lernenden auch immer, ich springe ein, ja, ich rette oder ich bremse, wenn sie da sehr hässlich werden in irgendeiner Richtung, wenn man sehr persönlich berührt ist, passiert sowas manchmal. Aber selbst das ist also wirklich ein Mühe, kommt sowas vor und das besprechen wir dann natürlich auch immer. Aber um alle größeren Sachen noch abfangen zu können und alle Fragen, die sich in den Zwischendrin noch ergeben, gibt es alle 4 Wochen ungefähr während des ganzen Ambulatoriums eine Ambulatoriumsgruppe,
wo alle Handler und Beisitzer sich zusammenfinden und wir gucken uns an, gibt es organisatorische Probleme? Auch das ist eben wundervoll in der praktischen Ausbildung. Wir dürfen schon üben, wie kann das denn später passieren mit unseren Praxen, die wir gründen werden. Und typischerweise arbeiten wir nicht alleine. Wir haben sofort unseren eigenen Raum, im besten Falle noch einen riesen Veranstaltungsraum dazu und, sondern wir teilen uns Räume. Wir bilden Gemeinschaftspraxen. Und das ist oft ein ganz unterschätztes Thema, in dem Moment, in dem wir gemeinsam einen Laden hier aufmachen, der uns am Herzen liegt, kommen wir in eine ganz, ganz intensive Dynamik. Wir müssen Probleme klären, wir müssen uns sortieren, wir müssen wissen, wo wir stehen. Und auch das tun wir natürlich im Ambulatorium auch. Ja? Man könnte sagen, die lieben sich jetzt am Anfang nicht alle. Die sind nämlich alle sehr unterschiedlich. Manche sind sehr, sehr pünktlich, sehr, sehr akkurat. Die anderen sind auf der letzten Minute, fliegen hier ein und haben gegebenenfalls irgendwas vergessen. Das ist dann wiederum für den, der ganz pünktlich ist, eine Herausforderung. Und umgekehrt auch, mein Gott, wie kann denn der immer so pingelig sein? Das sind ganz, ganz viele unterschiedliche Dynamiken, die wir erstmal aufkommen und die wir lernen müssen zu klären. Wie gehen wir denn mit solchen Unterschiedlichkeiten um? Da haben wir auf der einen Seite die Ampelgruppe, die da hilft. Und auf der anderen Seite aber auch die Supervision. Ganz wichtiges Thema während der ganzen Arbeit im Ambulatorium, beziehungsweise überhaupt generell im dritten Jahr. Ich muss nicht im Ambulatorium sein, um zur Supervision zu gehen oder zur Ampelgruppe. Aber wenn ich im Ambulatorium arbeiten möchte, dann muss ich zur Supervision gehen. Dann muss ich auch zur Ampelgruppe gehen, weil das ist die Voraussetzung dafür, dass das Arbeiten miteinander wirklich gut funktioniert. Das ist die Sicherheit, die ich auch brauche. Meine Schüler und Schülerinnen müssen bereit sein, dieses Engagement zu erbringen, dass sie sich um sich kümmern, wenn sie sich um andere kümmern wollen. Und ich finde das immer wieder wahnsinnig bewährt. Es gibt immer wieder Durststrecken, in denen zum Beispiel nicht so viele Patienten kommen, wo dann manche Lernenden anfangen zu überlegen, oh Mensch, ich habe eh keinen Patienten, bin nur Beisitzer hier und dort und ach, man muss ja unbedingt zur Supervision kommen. Wenn dann zweimal Supervision schon ausgefallen ist, aus ganz persönlichen Gründen, ist einfach ganz dumm gelaufen, dann bekommen diese Lernenden von mir einen Anruf und dann frage ich, hast du noch Lust, willst du noch, bist du dir sicher? Weil das ist für diese Arbeit hier bei uns die Grundvoraussetzung, dass sie arbeiten können und dürfen. Aber in Wirklichkeit, aus meiner Sicht, ist es eigentlich die Grundvoraussetzung, dass das Ding auch läuft, wenn sie schwer arbeiten. Also ich, da bin ich tatsächlich mal Schubkraft und dränge sie so ein bisschen in eine diszipliniertere Richtung, dass sie sich diesen Raum, diese Zeit tatsächlich nehmen. Weil das ist immer ein bisschen schwierig, ab später. Da verdient man kein Geld, da gibt man Geld ab. Und wenn das Geld auch gerade knapp ist, denkt man sich, wo kann ich hier sparen? Das kann ich doch mal weglassen. Ich bin schon so lang bei der Supervision, das brauche ich nicht. Aber ich kann auch sagen, es macht wirklich Sinn, dabei zu bleiben, weil auch hier lernen wir natürlich nicht nur über unsere eigenen Probleme, sondern auch die Probleme unserer Kollegen und Kolleginnen befruchten unseren eigenen Weg. Wir erleben die Prozesse der anderen mit, was uns wiederum reifen lässt und uns tatsächlich wirklich real erspart, bestimmte Probleme überhaupt produzieren zu müssen. Also, ich finde hocheffizient. Hierzu Fragen? Juti, dann erzähle ich gleich noch wieder. Zwei. Ja, dann erzähle ich euch nur noch, jetzt habe ich das alles anhand des Tageskurses gemacht, weil die Praxis ist in den Tageskurs eingebettet. Aber die gute Nachricht ist, wenn man den Abendkurs, der ungefähr 2,5 Jahre geht, oder den Wochenendkurs, der 1 Jahr geht, besucht hat, dann darf man sehr wohl sich auch in dieses Praxismodul anschließend nach der abgeschlossenen Ausbildung reinklinken und kann aber, das ist eben manchmal organisatorisch für viele Lernende das Problem,
sich dann im Laufe der Woche, an leider auch verschiedenen Tagen im Laufe der Zeit, sich den Raum und die Zeit nehmen, diese praxisorientierte Variante der Homöopathie, des Homöopathie-Lernens nochmal holen. Dafür muss man sich extra anmelden, das kostet dann auch nochmal extra, da ist die Supervision drin, die Kleingruppe, das Ambulatorium und. Absolut empfehlenswert, meiner Meinung nach. Ich kenne viele Lernende, die zuerst den Eindruck hatten, gerade wenn es dann so Richtung Prüfung geht, KP-Prüfung und so, oh, das spare ich mir. Ich habe das ja schon alles so gut gelernt. Ich war aktiv in der Schule, das in der Praxis, das mache ich allein. Und ich kann euch wirklich sagen, alle, die es gemacht haben, die sich das nicht gespart haben, ich kenne niemanden, der es bereut. Aussteigen kann man immer, aber dieser Einstieg, begleitend in die Realität zu kommen, das finde ich ein großes Geschenk. Und ich zehre davon immer noch, was ich damals als Schülerin gelernt habe. Gut. Ganz kurze Frage, die Supervision ist aber in dem Dreijahresplan enthalten. Ja. Okay. Ja, alles. Danke für eure Aufmerksamkeit.